Also, es geht hier gleich mit einer Geschichte los. Ich sagte ja gerade, wir sind es auch selbst schuld. Das ist der Jatz. Also da herrscht, das ist da. Aber es kommt natürlich auch im Licht ein bisschen daran, dass wir Menschen haben nur 12 Töne. Nicht 12 Töne, dass man da auf Dauer nicht mit auskommt, das ist ja, das hätte man sich damals... Ja, ich höre schon, jetzt werden wieder einige Schlauberger sagen, was erzählt der 12 Töne. Ich habe gestern 2,5 Stunden Radio gehört. Aber von Kleinknecht. Das ist ja vollkommen nicht ganz. Wenn mal hier eine Pause sich offenbart, dann nutzen Sie die doch einfach und machen sich vielleicht einmal ein paar Gedanken über wirkliche Probleme des Lebens. Nicht? Also zum Beispiel habe ich meinen Vorderreifen aufgepumpt. Oder um es mal ein bisschen sozialkritisch. Ist es überhaupt noch mein Vorderreifen? Bitte, Herrschaft, kleiner Scherz. So. Also. Der Jatz, es ist ja, Moment mal, ich kann mich auch hier gar nicht mehr richtig konzentrieren. Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, der beste Jatz-Trompeter, den wir in der letzten Hemisphäre, dann hat sie noch geschrieben, Mike Davis, da wollen wir jetzt gar nicht, der... Männchen, das habe ich mir doch hier irgendwo auf. Freund Kleinknecht, ich bin tolerant, aber nicht das. Toleranz hat auch seine Schatten. Also, es gibt auch die dunkle Toleranz. So, bitte, Herrschaft, das ist privatphilosophisch. Also. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ich kann hier keine Sache zu Ende. Sie machen immer ständig. Oder machen wir es. Wir machen es. Wir fragen jetzt mal. Vollkommen unvoreingenommen. Es ist... Also, nehmen Sie einfach mal eine simple Melodie. Die man, eine einfache Geschichte, sagen wir mal. Dü-lü-lü-lü-lü. Nicht? Das ist ja, das kann ich auch noch in der Badewanne, wenn das Wasser... Sie haben auch eine einfache Melodie. Freund Kleinknecht, Sie wollen doch jetzt nicht hier mit diesem... Freund. Wunderschön, vollen Angelika Kleinknecht. Das ist ja sowas von mir nicht gesehen. Was sind das überhaupt für Tiere, die da immer rausspringen? Meerschwein. Haben wir mal einen guten Friseur gehabt. So, also bitte, Herrschaft, kann ich jetzt endlich mal diese... Also ich hoffe, Sie haben die Melodie noch einigermaßen im Kopf. Das ist ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber die Menschen, die nun diese Jatzmusik machen, die war unbedingt wieder was Besonderes da, die sagen sich ja, das wüsste ich nicht. Da nehme ich mal das erste Tü weg. Hinten der ganze Block kommt nach vorne. Die Mitte will ich überhaupt nicht hören, heute ist ja Dienstag. Es herrscht da herrscht und es kontrolliert ja auch keiner. Es macht da jeder, was es... Oder nehmen Sie doch mal hier von Frau, den Namen jetzt, diesen Mike Davis, nicht wahr? Das ist ja was der... Ich kann so nicht, das ist... Freund Kleinknecht? Schauen Sie mal da hinten. Da. Was ist denn da? Schauen Sie mal, das ist ja eine tolle Geschichte da hinten. Ui, 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 ui. So, also, die, bitte. Also dieser Mike Davis,
Nicht, der hat ja, was der alles. Was da ist. Ja, oh, das ist ja das. Ich glaube, das ist ja, wenn ich da nicht mal. Also, wie ist der denn hier hinein? Das ist ja, also sowas, das ist ja eine unglaubliche. Ich glaube, das ist ein, schauen Sie mal, ich glaube, das sieht ganz danach aus, als wenn es. Das ist, glaube ich, ein Mäusebussard. Nicht? Schauen Sie mal, das ist ja, beobachten Sie das Tier mal, nicht? Walli, 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 walli. Nicht? Vielleicht könnte es nachher. Nicht? Ja, beobachte es mal, vielleicht könnte es nachher mit aufs Fahrrad nehmen. Dann stellen Sie den Mäusebussard vorne so aufs Lenkrad. Dann brauchen Sie gar kein Licht mehr anzumachen. Die sehen ja so gut. So, bitte, Herr Schopp, kleiner Scherz am Rande. Wenn ich jetzt endlich mal hier diese Sache hier sagen könnte. Ja, dieser Mike Davis, was der alles von schönen Melodien weggelassen hat, Herr Schaffen, das ist ja. Also ich habe mir sagen lassen, dass der, je älter der wurde, desto weniger hat er überhaupt noch gespielt. Ganz am Schluss soll er angeblich auf die Bühne gekommen sein und hat nur noch so seine Trompete mal gezeigt. Dann ist er schon wieder. Und trotzdem haben die Menschen vollbesetztes Haus in ihren Sitzen sich gegenseitig so voller Andacht in die Garderobe gestochen und haben gesagt, hast du das gehört, wie der Meister heute wieder alles weggelassen hat? Also, Sie merken schon, die Jazzmusik, das ist nicht, das ist zwar eine sehr forsche. Ach, wieso? Mein Gott, ich mache mir das Leben zur Hölle. Ich habe das ja hier alles auf der Schatulle. Übrigens, das Beispiel für den Jazzfreund klang mir, wenn ich euch beiden mal kurz trennen darf. Das ist vom Klang her, ist das. Das mache ich ja hier mit einer Taste. Ich meine, Sie spielen auch nicht schlecht, aber das ist natürlich hier. Pass mal auf, lass es mal anwirken. Ich drücke hier nur drauf für den Jatz. Das ist, Moment. Jazz. Ja, so kann man das auch nennen. Hier, ich drücke hier nur drauf. Jazz. Da brauche ich kein Instrument zu lernen. Ich drücke hier praktisch an. Ja, ja. Holla, holla. Respekt. Kleinknecht, das war sehr schön von Kleinknecht.